Herzlich willkommen zu einer neuen DailyDAX US Morning Ausgabe. Heute am Freitag, dem 14. Januar 2022. Es ging erneut gestern volatil zu. Der amerikanische Dow Jones Index verlor gestern 0,5%. Aber entscheidend war, dass der Index wieder einem mächtigen horizontalen Kurswiderstand abgeprallt war. Aber im Fokus, um direkt darauf zu sprechen zu kommen, waren definitiv mal wieder die Technologietitel. Und diese kam deutlich unter Druck. Auch hier gestern eben zunächst einmal gut Stimmung, dann kippte die Stimmung allerdings sehr stark und der Index verlor 2,6%. Sie sehen es, noch immer ist der Aufwärtstrend intakt, aber es ist natürlich ein wenig gefährlich, denn sollte jetzt hier dieser Aufwärtstrend da unten durchbrochen werden und vor allem neue Tiefs resultieren, dann sind tatsächlich auch weitere Kurskorrekturen bis in den Bereich von ca. 14.400 Punkte möglich. Auf der anderen Seite sehen wir weiterhin einen deutlich verkauften Relative Strength Index, allerdings auch hier mit einem intakten Abwärtstrend. Der Trendbruch muss her, um eben auch den Technologieindex Nasdaq zu stabilisieren. Und das fehlt eben noch und es bleibt abzuwarten, wie das Ganze hier nun ausgehen wird. Ähnliche Situation auch bei Amazon, Abwärtstrend intakt. Ich betonte in dieser Woche, eine potenzielle Trading-Idee könnte hier zur Debatte stehen, habe mich allerdings dann nochmals davon distanziert, weil eben die Aktie in diesem intakten Abwärtstrend sich noch immer nicht nach oben hat lösen können und somit der Kampf um die Hauptunterstützung in grün dargestellt geht in die nächste Runde. Warten wir es also ab. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Tag und bis heute Abend natürlich dann wieder mit dem Blick auf den DAX.